Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video auf unserem Kanal. Und diesmal habe ich wieder ein ganz neues Thema herausgekramt. Und zwar, wie viele Soldaten kämpften in Helms Klamm und wie verlief die Schlacht? Und dabei beziehe ich mich nicht auf den Film, sondern auf das Buch, also das Originale. Doch wir können noch nicht auf die Reise gehen, denn ich habe hier noch die Umfrage aus dem letzten Video und dort war gefragt, würdet ihr den einen Ring annehmen? Die Antworten waren sehr interessant und dort war klar erkennbar, dass die Mehrheit dem Ring verfallen wäre. Und dem kann ich nur zustimmen, denn ich selbst würde dem Ring auch nicht standhalten. Macht doch bitte alle wieder mit bei dieser Umfrage, einfach einen Kommentar unter meine Frage und das war's eigentlich schon. Doch jetzt kommen wir zurück zum interessanten Teil, und zwar die Schlacht von Helms Klamm. Die Schlacht um Helms Klamm fand vom 3. bis 4. März 3019 des dritten Zeitalters statt. Dabei griff der Istari Saruman mit einer riesigen Urukai-Streitmacht Helms Klamm an und versuchte den wichtigen Ort für sich zu erobern und die Bevölkerung von Rohan auszulöschen. Doch das Heer von Rohan bestand aus Aragorn, Gimli, Legolas, Eomer, Theoden und eine Truppenstärke vor Ort bestehend aus 1000 Soldaten und es kamen noch 1000 Reiter dazu von Edoras. Doch das war nicht alles, denn als Verstärkung kamen noch weitere 1000 Reiter dazu, zusammen mit Erkenbrand und Gandalf. Das ist eigentlich schon eine ziemlich beeindruckende Zahl und das sind auch viele Soldaten, wenn man überlegt. Doch Saruman hat sich gedacht, ach, das ist doch noch lächerlich, denn der hat noch einiges mehr an Streitkräften. Und zwar da einmal die Dunländer dabei, das ist aber ein ganz geringer Anteil, die daran teilnahmen und geschätzt waren etwa 800 Soldaten. Und jetzt kommt natürlich das Stärkste an der ganzen Armee und zwar die 10.000 Urukai, die bereit waren in den Krieg zu ziehen. Und die wurden nur gezüchtet, um Rohan fertig zu machen. Kommen wir jetzt zu der Schlacht. Und zwar am 3. März kamen 1000 Reiter aus Edoras in Helms Klamm an und waren dazu verpflichtet, dort alles zu verteidigen. Nun dauert es nicht mehr lange, denn die Urukai waren ja schon unterwegs. Und das passierte jetzt, und zwar mitten in der Nacht. Denn dann stand das ganze Heer von Saruman da vor Helms Klamm und war bereit zu kämpfen. Der erste Angriff wurde gestartet gegen das Tor und somit wurde ein Rambok eingesetzt, um das Tor zu vernichten. Eomer und Aragorn waren ganz vorne mit dabei und verteidigten das Tor vor den Feinden. Und dann kam schon der zweite Angriff und der wurde dann ausgeübt mit ganz besonderen Mitteln. Und zwar wurden jetzt Leitern eingesetzt, um schneller in die Festung eindringen zu können. Doch das war nicht die einzigste Schwachstelle und zwar gab es noch einen Graben von Helms Klamm und dort schlichen sich sogar einige Uruks hindurch. Doch unter dem Kommando von Gimli wurde dieser Graben gehalten. Doch unser lieber Saruman ist ja nicht ganz so dumm und zwar hat er gleich einen ganz besonderen Trick angewendet, den er sich heimlich ausgedacht hat. Und auf einmal passiert es. Es gab eine riesige Explosion und der Wall wurde durchbrochen und die ganzen Urukai strömten herein in Massen und natürlich hatten die Verteidiger jetzt ganz schön zu tun, die Orks fernzuhalten. Doch die Verteidiger hatten es sehr schwer und sie waren gezwungen, sich zurückzuziehen, denn es waren einfach viel zu viele. Also gingen sie zurück zur Zitadelle und zu den glitzernden Höhlen. Doch es war einfach nur aussichtslos. Man konnte nur sehen, dass es ein Massaker war. Doch dann ertönt das Horn Helm Hammerhands und Theoden sowie Aragorn ritten los mit den restlichen Soldaten, die überlebt hatten. Und sie fangen an, die Uruks zu überrennen mit ihren Pferden. Doch in der Ferne konnte man noch etwas sehen. Und zwar bewegte sich der Wald und die Bäume kamen immer näher nach Helms Klamm und sie schnitten den Fluchtweg für die Uruks ab. Aber dann kam die Sonne heraus und Gandalf sowie der Kommandant Erkenbrand waren endlich da. Doch die beiden waren nicht alleine, denn es waren 1000 Reiter dabei und die reiten für ihren König in den Krieg. Die Dunländer hatten Angst vor Gandalf und sie fürchten sich vor Gandalf und somit rannten sie davon und traten gleich den Rückzug an. Und die Uruks wurden überrannt und teilweise komplett vernichtet. Und dann gab es natürlich auch noch einige Uruks, die gleich die Flucht ergriffen haben. Doch die Uruks rannten in ihr Verderben, denn die Bäume töteten jeden Einzelnen. Das war das Ende von dieser epischen Schlacht. Nach der Schlacht wurden die überlebenden Dunländer nach Hause geschickt. Denn Theoden verlangte sofort eine Friedenserklärung und die Dunländer mussten dem zustimmen. Am Ende nach dieser Schlacht gab es schwere Verluste für Rohan. Aber von Isengard sind 90% der Armee draufgegangen. Also für Saruman war das ein Verlustgeschäft. Das wäre auch alles zu der Schlacht gewesen und hoffentlich hat es euch gefallen. Denn das war die Buchversion und nicht die Filmversion. Und die weiche ich dann doch schon ein bisschen ab vom Film. Unterstützt mich doch bitte auf meinen
einen ganz neuen Spielekanal und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinen Seiten vorbeischauen würdet, und zwar bei Facebook, Twitter und Instagram. Ich habe dann noch einen Fanshop, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Und ich habe auch noch Kollegen, die machen sehr gute Videos, zwar einmal der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.